REGO soll heißen Regenerationsort, ein neues Angebot der Drogenhilfe hier an der Friedrich-Rauers-Straße hinter dem Bahnhof. Lea Albrecht von Comeback Streetwork erklärt, was das soll. Auf Crack schlafen die Menschen tagelang nicht teilweise. Das führt natürlich zu Übermüdungszuständen, wo auch der Körper sehr ermüdet ist. Und das spüren die Menschen in dem Moment, wo sie aktiv noch konsumieren, noch nicht so sehr. Wir bieten hier die Möglichkeit, dass insgesamt 10 Leute sich auf Liegen ausruhen und schlafen legen können. 2 davon sind noch mal so ein bisschen separiert für einen speziellen Frauenbereich. Das Angebot ist aber für alle Drogenkonsumenten, nicht nur für Crack-Abhängige. Zum Schutz der Privatsphäre dürfen wir nicht hinein. Allein im Juli soll das Ganze mehr als 1000 Mal genutzt worden sein. Und es soll noch deutlich erweitert werden. Das heißt nochmal Kaffee, Beratung, Kleiderkammer, Dusche, medizinische Ambulanz, Überbrückungssubstitution sollen hier mit einziehen, sodass wir dann viele Angebote an einem Ort haben. Aber noch ist erst ein Teil des großen Drogenhilfezentrums eingezogen. Auch der provisorische Drogenkonsumraum, ein paar Meter die Straße hoch, soll später darin integriert werden. Außerdem gibt es an der Friedrich-Rauers-Straße noch die Akzeptanzfläche. Auch hier kann ohne Angst vor Verfolgung konsumiert werden. Doch trotz aller Angebote in Bahnhofsnähe hat sich die Drogenszene aufgesplittet. Hier am Luzi-Flechtmann-Platz in der Neustadt haben zahlreiche Konsumenten einen neuen Ort gefunden. Einer von ihnen ist Erjan Karakac. Ich rauche Gras. Und Kokain. Auch Crack? Ja. Fast jeden Tag für 40, 50 Euro. Einige Anwohner in der Neustadt sind nicht begeistert, doch die Akzeptanzfläche an der Friedrich-Rauers-Straße ist für viele Konsumenten hier keine Alternative. Ich möchte mich da nicht aufhalten, weil da werden die Leute zurzeit abgezogen oder beraubt und so, auch eigene Leute, die man kennt. Zum Beispiel, ich hatte eine Situation gehabt, ich wurde auch in die Taschen, haben sie mir angefasst, beraubt. Ja. Und deswegen gehe ich da nicht hin. Deswegen ist das hier sicherer. Streetworker haben die Hoffnung, dass das fertige Drogenhilfezentrum mehr Konsumenten hinter den Bahnhof ziehen könnte. Ich glaube, ein integriertes Drogenhilfezentrum wird auf jeden Fall viele Leute anlocken und wird ein attraktiveres Angebot darstellen, dadurch, dass einfach mehr vereint ist. Dass man alle Menschen hierher zieht, ich glaube, das ist utopisch. Und sowieso Zukunftsmusik. Seit knapp 3 Jahren plant Bremen das neue Hilfszentrum. Einen Eröffnungstermin konnte das Gesundheitsressort auf Nachfrage noch immer nicht nennen.